Moin Moin! Heute on Vor den Toren der NOA, einer Konferenz für digitale Startups und Investoren. 2016 gab es hier sehr große Verwirrung, als Sexworker an einer Abendveranstaltung teilnahmen. In den Netzwerken wurde unter dem Hashtag EscortGate sehr übel über die Anbieter von bezahlten Dates gesprochen. Nutten halt, hieß es. Unterirdisch, und es wurde von einem gravierenden Schaden für die digitale Welt gesprochen. Welche Bedürfnisse und Wünsche allerdings die Menschen haben, die dort auftauchten, das interessierte die digitale Welt dann doch nicht. Außer Pia Poppenreiter. Pia ist Fondfrau bei Olala, einer App, die Menschen zusammenbringt, die nach einem bezahlten Date suchen. Ganz anders als bei EscortGate hat sich Pia nämlich schon in der Vergangenheit ihre eigenen Gedanken dazu gemacht. Der sich wirklich bei mir eingebrannt hat, ist, als ich die Dame vor 4 Jahren am Straßenstrich gesehen habe. Und ich war leicht angetrunken und sehe eine Sexarbeiterin am Straßenstrich. Und im ersten Moment war ich so, wow, was gehört dazu, dort zu stehen und von allen beurteilt zu werden oder verurteilt zu werden. Ne? Diese vorbeifahrenden Autos und die. Und dann dachte ich mir, okay, was steckt da dahinter? Und das war die Neugier, wo ich dachte, ich weiß ja gar nichts darüber. Und dann wollte ich mir halt eine Meinung machen und habe knapp ein Jahr im Rotlichtbereich recherchiert und habe mir von Straßenstrich bis Bordelle alles angeguckt, dort das Gespräch gesucht und einfach mal zu verstehen, was passiert da eigentlich wirklich. Ach ja, cool. Ja. Und hast gesagt so, jetzt möchte ich mal wissen, wie sieht es hier aus, wie arbeitet ihr, wie ist das für euch? Genau, wie funktioniert das, was geht hier ab, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ne? Ja. Man stellt sich ja alles Mögliche vor. Ich glaube halt, Wissen ist Macht und ich glaube, ich war vor 4 Jahren noch selbst ein Mensch mit sehr vielen Vorteilen und je weiter, dass ich recherchiert habe, desto mehr wurde mir bewusst, wie Unrecht ich hatte und musste halt mein Weltbild neu denken. Und für mich war das eher eine Bereicherung im Nachhinein gesehen, weil ich dadurch freier geworden bin und offener und bin dankbar für die Reise. Und deswegen habe ich halt dann versucht, ein Produkt zu entwickeln, das für diese Leute auch Probleme lösen kann, im Zweifelsfall. Zwei Dinge, für die Olala steht, sind Anonymität. Das heißt, du musst aktiv werden, um auf Olala gesehen zu werden. Das heißt, wir haben keine öffentlichen Profile. Und das Zweite ist Privatsphäre. Ich finde, was beim Date passiert, soll Privatsache sein. Und auch in Zukunft anders damit umgegangen werden. Gerade von super vielen Sexarbeiterinnen super viel über Sexualität gelernt habe und die mir auch viel mitgegeben haben, was ich super spannend fand, weil ihr seid ja auch Profis, ne? Und ihr geht mit einer gewissen Selbstständigkeit und mit einem Selbstbewusstsein in eurem Körper und eurer Sexualität um. Also ich habe dann Workshops gemacht, bei Johanna Weber war ich auch. Und Doch, man muss sich ja halt weiterbilden. Ich fand es super spannend. Es war ein Ladies-Nachmittag im SM-Studio und ich habe super viel gelernt. Wir haben gelacht, wir haben generell über Fantasien gesprochen und einfach Inspiration geholt. Das würde ich jedem wünschen. Im Grunde ist es ja auch so, dass Sexualität auch Arbeit bedeutet. Ja. Also wir müssen ja tatsächlich was tun. Wie siehst du das? Also wenn ich jetzt so höre, ach, ich besuche Workshops zu dem Thema und tausche mich aus und gehe in Reflexion und überdenke das. Genau, also Sex ist für jeden Arbeit. Man muss sich damit auseinandersetzen, man muss sich darum bemühen und vor allem auch in längeren Partnerschaften. Und es ist mit Zeit verbunden und Mühe und Arbeit. Ja, das stimmt. Ja, es ist halt, was mich halt immer so total stört, also auch in der Schule, wir werden dann aufgeklärt, zwar im Sinne von, der Körper funktioniert so und so, aber mich stört es A, dass niemand sagt, wie funktioniert Lust? Mhm. Und dann, dass Lust etwas ist, was sich immer weiterentwickelt. Also es gibt Dinge, die fand ich vor 10 Jahren unheimlich erregend und lustvoll, interessieren mich heute gar nicht mehr. Und umgekehrt. Ja. Und das ist auch gar nicht irgendwie so eine zwangsweise Steigerung, sondern wirklich einfach nur so eine Verlagerung. Ja, voll. Ja, weil du dich halt weiterentwickelst und musst dich halt damit auseinandersetzen und dich wieder neu inspirieren, neu kennenlernen. So, wie du sagst, also ich würde dem zustimmen, die Dinge, die ich vorher mochte, ich mag jetzt andere Dinge wie vor 10 Jahren oder sind andere Dinge wichtig. Ja. Das ist auch schön. Ja, fragen, was war für dich so quasi das Learning irgendwie daraus aus diesem ganzen Prozess? Was hast du für dich wirklich in dein Leben tragen können? Also Kommunikation ist alles, in jeglicher Hinsicht und in jeglicher Beziehung. Und ich habe oft gelernt, dass es Dinge passieren am Mangel oder an schlechter Kommunikation. Also auch in Partnerschaften oder generell untereinander die Bedürfnisse auszudrücken, was man möchte und auch zu sagen, das bin ich bereit anzubieten oder auch nicht. Also unabhängig davon, ob das jetzt bezahlt ist oder nicht. Und das ist so eine Sache, die ich wahnsinnig überraschend finde. Und auch, wie viele Leute ihre Dinge halt nicht aussprechen, was dazu führt, dass oft ein Doppelleben geführt wird.
Ja, stimmt, ja. Denn jetzt der Wunsch nach einer Praktik oder einer gewissen Sexualität, der hört ja auch nicht auf. Ja. Der bleibt ja, genau. bleibt ja erhalten. Ja. Und ja, den kann man ja auch nicht ausspitzen. Ja. Heute geht es Pia und ihrem Team darum, ein Umdenken zu bewirken. Es gilt, Investoren zu finden, um mit einem Budget von 100 Millionen den Berg an Arbeit endlich mal anzugehen. Ein offenerer Umgang mit Sexualität unter Zuhilfenahme der modernen Technologien. So bieten sich Lösungen für Sexworker und im Grunde für alle anderen Menschen auch. Denn wir stehen im Grunde vor denselben Aufgaben. Einen Raum zu finden, in dem wir sicher nach Sex fragen können, die Bedingungen für unser Dating selbst aushandeln und das Handwerk dazu auch lernen können. Ich gebe zu, ich bin nicht für jede Idee dieses Konzeptes, aber alles im Allen finde ich es unheimlich interessant und vor allem diskutierenswert. Denn es geht tatsächlich um die Bedürfnisse, Probleme und auch Gegebenheiten, die uns alle unterm Strich etwas angehen beim Thema Sex. Du findest alle wichtigen Infos in der Infobox. Ich habe dir da die Links aufbereitet. Und es würde mich tierisch freuen, wenn du dich da ein bisschen einlesen magst und gerne auch ein Feedback dazu gibst. Weil Pia freut sich bestimmt auch sehr darüber. In dem Sinne, ich hoffe, du hast etwas Interessantes mitgenommen und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, mach's gut!